Außerdem dann, ich werde außerdem hier auf die Normalverteilung eingehen. Das sind so die Themen für heute. Was ich nächste Woche mache im Gratis-Webinar, habe ich noch gar nicht, weiß ich noch gar nicht. Wenn ihr aber Wünsche habt, könnt ihr diese gerne äußern. Solltet ihr Fragen haben, bitte einfach in den Chat schreiben. Ich könnte euch aber auch in die Sitzung reinholen. Ich warte mal. Ich hole mal gerade per Stimmübertragung die Tine kurz rein, wenn ich darf. Ne? Wollen wir mal gucken, ob das hier klappt. 8, 3, 2, 1, 0. So, jetzt müsste es. Ah, Moment. Nee, andersrum. Jetzt, Tine, sag mal kurz was, bitte. Ah, es ist. Ah, ich verstehe. Wer kein Mikrofon, wer kein Headset hier eingestöpselt hat, der ist zwar hier in der Sitzung als eigentlich drin angezeigt, ne, ist es aber in Wahrheit doch nicht. Und ich könnte auch eine Webcam-Anforderung schicken an John, Heidrun und Esther. Ne, die haben hier eine Webcam eingeschaltet oder könnten sie einschalten, aber nö, ach, wir bleiben heute anonym. Hauptsache, ihr hört mich und Hauptsache, ihr seht das, was ich hier anschreibe. Genau, gerade seht ihr den roten Faden, den ich hier gemacht habe, beziehungsweise wo ich dabei bin, ihn zu machen. Bis jetzt der Stand, ne, ist das, was ich ihr euch hier zugemailt habe. Und wir werden also auf schöne Sachen hieraus eingehen, aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung, so, muss gerade mal hier ein bisschen kleiner schalten, das Ganze. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung hat also hier Zufallsvariablen zum Thema und die werden wir heute hier angehen. Und zwar Zufallsvariablen diskret und stetig, ne? Ich werde außerdem das, was ich aufschreibe, das, was ich hier aufschreibe, werde ich, so, Moment, hier, so, werde ich euch hinterher zumailen. Das heißt, das kriegt ihr dann zugeschickt und müsst, also ich will sagen, ihr müsst nicht mitschreiben. Ihr könnt natürlich trotzdem mitschreiben, wenn ihr möchtet, ne? Es ist nie verkehrt, sagen wir es mal so. Aber ihr müsst es nicht, weil ihr halt hinterher dann auch die Mitschriften so erhaltet. Sehr schön. Außerdem liegt mir hier eine der Klausuren vor von Herrn Professor Christ, so dass ich da immer auch schauen kann, ne, dass ich das Ganze so mache, was er gerade braucht, was ihr braucht, besser gesagt, was ihr braucht für seine Klausur. Und ich muss direkt sagen, also es ist oftmals so, dass wenn ein neuer Prof kommt, dass dann viele Studenten einen Schreck kriegen und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und alles ganz neu und hin und her. Dieser Meinung bin ich nicht. Also ich bin durchaus der Meinung, dass das, was Professor Mittag gemacht hat und das, was Professor Christ jetzt macht, zum großen Teil sehr, sehr deckungsgleich ist. Ne? Und also die gute Empfehlung an euch sei hier von mir gestellt, dass ihr das Ganze mit alten Klausuren auch von Herrn Mittag füllen solltet in eurer Klausurvorbereitung. Du müsstest allerdings, ja, Cindy kann mich nicht hören. Moment. Hochschalten. Genau. Ah, sehr gut. Die anderen helfen ihr schon. Das ist gut. Das ist gut. So. Alles klar. Sehr schön. Genau. Die anderen können mich aber offensichtlich hören, ne? Sonst hätten sie schon längst was gesagt. Was wollte ich also erzählen? Genau. Ich wollte erzählen, dass ich also jetzt loslege, ne? Genau. Ich selbst also von der Uni Düsseldorf bin dann irgendwann nach Hamburg und dann nach Berlin gezogen. Und wenn wir also Düsseldorfer hier dabei haben oder Berliner heute hier dabei haben, dann bitte ich um kurzes Handheben, ne? Damit ich weiß hier, dass ihr aus diesen schönen Städten seid. Andrea Plus schreibt sie. Aber sie schreibt nicht. Oh, warum Plus? Aus Köln. Ja, super. Köln ist ganz Köln, Vorort von Düsseldorf. Passt. Eine der größeren Vororte von Düsseldorf. So, sehr schön. Cool. So, aus Sachsen. Das ist cool. Jo, 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 jo. Dann haben wir doch die ganze Nation hier vertreten. Ist denn jemand aus Hagen dabei? Aus der schönsten aller Städte, aus Hagen. Da, wo die Fernuni ihren Sitz hat. Veitstraße und so weiter und so weiter. Wahrscheinlich nicht. Ich vermute nicht. Muss man ja auch nicht, ne? Denn die Uni schickt ja alles zu. So, aber lang genug geplaudert hier. Ich würde sagen, wir legen los. Und zwar mit dem schönen Thema der Zufallsvariablen. Ich fange an mit der Binomialverteilung. Binomialverteilung.
So, das ist also das erste Thema, was wir hier heute besprechen werden. Und die Binomialverteilung, da sind mehrere Voraussetzungen, die hier erfüllt sein müssen. Ich zeige das Ganze nochmal hier im roten Faden. Wir sind also hier bei den Zufallsvariablen. Und zwar, wo sind wir? Wahrscheinlichkeit, diskrete Zufallsvariablen und hier Binomialverteilung. Ne, die Binomialverteilung, da sind wir jetzt also hier dabei und besprechen die. Und die war auch in der mir vorliegenden Klausur hier von 0,15 und 0,16, war es ein Thema, also hier diese schönen Zufallsvariablen zu besprechen. Insofern super spannend, super relevant. So, also n unabhängige Experimente. N unabhängige Experimente müssen hier vonstatten gehen. Und außerdem bei jedem Experiment mit genau zwei Ergebnissen. Mit genau zwei Ergebnissen. Also nicht drei, nicht vier, nicht fünf, ne? Sondern zwei und nur zwei müssen es sein, diese Ergebnisse. Und diese zwei Ergebnisse, die wollen wir nennen Erfolg und Misserfolg. Erfolg und Misserfolg. Ne? Und dann haben wir eine Erfolgswahrscheinlichkeit, die also hier für den Erfolg spielt und so weiter, Erfolg spricht. Und das Ganze ist bei euch auch hier in der Formelsammlung auf der Seite 13. Ne? In der Formelsammlung, mein Gott, von Herrn Christ auf der Seite 13. Die Erfolgswahrscheinlichkeit in jedem einzelnen Versuch ist klein p. Ne? So, und ich muss mal gerade, Moment, jetzt war ich so, hier können Sie mich zum Moderator ernennen. Und dann? Und dann? Private Antwort, warte mal. Und dann, so, Batsch. was wollte ich sagen? Genau, wenn ich also nicht jeweils immer sofort hier das im Chat sehe, dann liegt es das daran, dass ich hier gerade konzentriert war am Erzählen. Was wollte ich erzählen? Genau, Erfolg und Misserfolg. So, und die Wahrscheinlichkeit, die jetzt gefragt ist, Frage, Wahrscheinlichkeit für genau, jetzt muss ich mal gerade gucken, ihr schreibt klein x Erfolge. Also in der Formelsammlung steht klein x, in manchen anderen Büchern oder in anderen Formelsammlungen steht hier klein k und so. Und deshalb muss man immer ein bisschen schauen, was der jeweilige Prof dann gerade schreibt. So, alles klar. Wahrscheinlichkeit für genau x Erfolge ist die Frage. Und die Antwort auf diese Frage, und jetzt kommt's, jetzt küdet, wie der Kölner sagt, ne, Tine? So sagt das doch der Kölner. Die Antwort auf diese Frage, so, p für groß x gleich klein x, das da ist eine Zufallsvariable, und ne, ist gleich klein n über klein x multipliziert mit p hoch x mal 1 minus p hoch n minus klein x. So sieht's aus. Ne, so sieht's aus. Alles klar. So, wir haben viele engagierte Teilnehmer hier. Und zwar auch, ihr habt euch ein bisschen selbst vermehrt. Das ist gut. Ich will sagen, wir haben mehr Leute hier, als sich bei mir angemeldet hatten. Aber das ist ja gar kein Problem. Ne, ihr habt also noch engagierte Mitstreiter mitgebracht hier. Sehr gut. Finde ich cool. So, das ist eine ganz wichtige Formel. Steht auf der Seite 13 in der genialen Christ-Formelsammlung. Hüstel, hüstel. Und diese Formel wollen wir mal mit Leben füllen. Ne, das heißt, diese Formel müssen wir angehen und müssen sie mit Leben füllen. Darum geht es also. Nämlich für die Aufgabe, die wir hier haben, 1. Da wollen wir mal gucken. Da wollen wir mal gucken. Man werfe eine faire Münze dreimal. Ne? Wie viele Elementarereignisse sind denn überhaupt möglich? So, Aufgabe 1. Die Elementarereignisse. Vielleicht könnt ihr mal bitte in den Chat schreiben, und zwar alle 10, die wir hier haben, in den Chat schreiben, was ist denn bitte schön überhaupt möglich? Omega, die Menge der Elementarereignisse. Ne? Das Tolle ist an so einem Webinar, man kann gleichzeitig antworten. Jeder kann reinbrüllen gewissermaßen, ohne den anderen zu stören. Schreibt mir doch mal bitte ein einziges Elementarereignis hier in den Chat rein.
Das würde mich mal interessieren. Ja, das ist nicht richtig, Heidrun. Und zwar, das ist ja ein Ereignis im ersten Wurf. Die Münze wird aber ja hier dreimal geworfen. Das heißt, Kopf an sich, das reicht noch nicht. Ne, du musst mir schon sagen, was in den drei Würfen fallen soll. Und nicht nur in einem der drei Würfe. Ah, genau. Ne, genau. Die Esther sagt gerade, dass das Richtige hier und so. Zum Beispiel also Kopf, Kopf, Kopf. Sehr schön. Kopf, Kopf, Kopf. Ne? So, und jetzt wollen wir das Niveau mal ein bisschen anheben. Jetzt sagt mir doch mal bitte alle Elementarereignisse, die genau zwei Köpfe haben, wo genau zwei Köpfe fallen. Bitte mal in den Chat schreiben, ein Elementarereignis oder auch mehrere Elementarereignisse, wo genau zwei Köpfe fallen. Das weiß man in Sachsen, das weiß man in NRW. Yes. Und ja, jetzt hat aber genau andersrum, ne, Cindy. So, war eigentlich richtig, aber war auch falsch. Also Kopf, Kopf, Zahl, ne? Und dann Zahl, Kopf, Kopf. Und dann natürlich Zahl, Kopf, Kopf. So sieht's aus. Heißt auf Deutsch, hier fallen genau zwei Köpfe. Hier fallen genau drei Köpfe. Jetzt bitte alle Elementarereignisse, wo genau ein Kopf fällt. Bitte mal alle Elementarereignisse aufschreiben, aufnotieren in den Chat, wo genau ein Kopf fällt. Ja, genau. Ja, richtig. Ne, die Heidrun nennt gerade zwei und das nächste wäre dann natürlich hier. Ja, es gibt also drei Stück dann dafür. Also genau ein Kopf hatte ich gesagt. Kopf, Zahl, Zahl und Zahl, Kopf, Zahl. Und natürlich auch, was wollte ich sagen, genau ein Kopf, Zahl, Zahl, uah, Zahl, Zahl, Kopf. Das sind also alle Elementarereignisse mit genau einem Kopf. So, und was fehlt noch? Und was fehlt noch? Es fehlt noch Zahl, Zahl, Zahl. Es fehlt also noch genau null Köpfe. Ne? Zahl, Zahl, Zahl fehlt noch. Also, wo genau gar kein Kopf fällt. Also, möglich ist es, dass genau null Köpfe fallen, dass genau ein Kopf fällt, genau zwei Köpfe fallen und natürlich auch genau drei Köpfe fallen. Das ist richtig, also das ist möglich. So, und das kann man hier folgendermaßen klar machen durch so ein schönes Kästchen. Ne? Genau null Köpfe, genau eins, genau zwei, genau drei. X sei eine Zufallsvariable, die Anzahl der gefallenen Köpfe. X sei eine Zufallsvariable, Komma. Die Anzahl der gefallenen Köpfe angibt. Ich hoffe, die Begeisterung für Statistik steigt gerade. Der gefallenen Köpfe hier angibt. So, und offenbar sehen wir ja, dass hier möglich ist, dass es möglich ist, dass wir genau einen Kopf haben, dass genau zwei Köpfe und so weiter und so weiter. Also dreimal könnte es fallen, zweimal, einmal und hier auch nullmal. Ne, das heißt, dass da die Zufallsvariable, was passieren kann, ist also 0, 1, 2, 3. So, und ja, richtig. Das ist vielleicht ein blödes Beispiel. Ne? Ich hätte das vielleicht mit Zahl hier wählen sollen. Die Andrea fühlt sich ein bisschen, ja. So, alles klar. Bitte mal die Mikros stumm schalten, nur die Teilnehmer natürlich. Weil man manche Teilnehmer husten hört, ne? Aber ja, also ich finde es gar nicht störend. Also ein, zwei Teilnehmer höre ich so ein bisschen leicht husten, aber ich höre auch die Begeisterung hier raus. So. Genau, man kann sich also auch selbst stumm schalten, meine ich, ne? Was wollte ich sagen? Was wollte ich sagen? Teilnehmeransicht, genau. Die Teilnehmer selbst. So, soll ich mal? Nee, ich schalte jetzt euch mal stumm. Patsch, patsch, patsch. Genau. Jetzt müsste ich. Ach so. Ah, verstehe. Ja. Die Cindy ist mit dem Telefon drin. Genau, die kann ich nicht stumm schalten. Aber egal. Ach. Also, du störst gar nicht. Ist gar kein Problem. So, alles easy. Alles easy hier in der Runde. Dim, 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 dim. Was wollte ich sagen?
Was wollte ich sagen? Genau. Jetzt bitte mal schreiben, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für genau 0 Köpfe? Wie groß ist also die Wahrscheinlichkeit, dass genau 0 Köpfe fallen, wohl wissend, dass eine Wahrscheinlichkeit folgendermaßen definiert ist. Wahrscheinlichkeit ist die Anzahl der Möglichkeiten, der günstigen durch die möglichen. Anzahl der günstigen Ereignisse. Anzahl günstige Ereignisse durch die Anzahl der möglichen Ereignisse. Das ist also hier die Definition einer Wahrscheinlichkeit. Ne? Und wie groß ist jetzt die Wahrscheinlichkeit für 0? Genau, Cindy sagt das richtig, ne? Cindy mit dem Telefon hier, 1 durch 8, weil ja Anzahl von Omega 8 Elementarereignisse dabei sind. Also b, ne, die Anzahl von Omega ist gleich 8, nämlich 2 hoch 3. 2 hoch 3, also 8. Das ist die Antwort hier zur Aufgabenstellung b. Es sind 8 Elementarereignisse möglich, weil es 2 hoch 3 sind. In jedem einzelnen Wurf sind es ja 2, also 2 mal 2 mal 2, also 8 Möglichkeiten. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, bitte schön, für genau einen Kopf? Ihr seht es schon, ne? Aber ihr könnt es auch noch mal so aufsagen. Genau ein Kopf fällt doch hier, bei diesen dort. Ne? Diese Elementarereignisse sind dadurch ausgezeichnet, dass bei ihnen genau ein Kopf fällt und das sind 3 Stück. Und ergo sieht, dass die Petra vollkommen richtig, dass es 3 sind von 8 insgesamt. 3 von 8, ne, ist also die Anzahl, ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier genau einmal ein Kopf fällt. Genau, dass genau ein Kopf fällt. So sieht's aus. Und so weiter und so weiter. Für genau 2 sind es ebenfalls 3, 3 von 8. Und für genau 3 sind es auch, oder sind es wieder, ist es wieder einer von 8. Und deswegen ist das so. Ne? Und dass das eine Wahrscheinlichkeitsfunktion ist, das sieht man hier dran. Dass die Summe 1 ist. Und dass die einzelnen Zahlen jeweils größer als 0 sind. Größer gleich 0, die einzelnen Zahlen sind größer gleich 0. Das habe ich hier auch noch mal im roten Faden verewigt. Und zwar bei diskreten Zufallsvariablen ist es ja so, Wahrscheinlichkeitsfunktion, ne, da. Das, was hier steht, bei den Voraussetzungen und so weiter, ne, bei den Voraussetzungen, Werte größer oder gleich 0 und Summe der Werte größer gleich oder gleich 1. Das da. Das, was ich hier hingeschrieben habe, ne, ist genau hier das, was uns gerade interessiert. Das, was uns gerade interessiert. Das heißt, wenn Herr Christ auf die Idee kommen sollte, euch danach zu fragen, dann wisst ihr jetzt, ne, deswegen ist das eine Wahrscheinlichkeitsfunktion hier. Weil größer gleich 1 oder weil größer gleich 0 alle Werte sind und 1 herauskommt. Sehr schön. So, und jetzt wollen wir das mal mit der Wahrscheinlichkeitsfunktion der Binomialverteilung machen, die ich nochmal aufschreiben möchte. Seite 13 in eurer Formelsammlung. N über x mal p hoch x mal 1 minus p hoch n minus x. So, bitte mal alle. Was ist klein n? Was ist die in der vorliegenden Aufgabe? Was ist klein n, die Anzahl der Versuche? Und was ist klein x, die Anzahl der Erfolge? Wenn ich jetzt hier p von x gleich irgendwas ausrechnen möchte, dann interessiere ich mich doch für die Frage. Dann interessiere ich mich doch für die Frage. Moment. Ich muss es jetzt auch noch abspeichern. Moment. Pitsch, patsch. So. Kurz mal abspeichern, bevor das hier verloren geht. Wir interessieren uns also für die Frage jetzt, was passiert. Was passiert hier mit n? Was ist n? Was ist die Anzahl der Versuche? Ne, was ist die Anzahl der Versuche? Und insbesondere, was ist klein x? Ne, das ist die nächste Frage. Und auch, was ist klein p? Also, 3 Fragen habe ich euch gestellt und bitte mal jetzt. Jetzt seid ihr dran. Ne, was kommt hier raus? So, was kommt hier raus? Batsch. Jum, 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 jum. Hört ihr mich noch husten? Nee.
Ich höre dich nicht husten. Aber wahrscheinlich hört ihr mich husten immer mal wieder so ein bisschen. Wobei es in den letzten Tagen schlimmer war, aber naja. So, ne, also nochmal die Frage, was ist klein n, was ist klein p und was ist klein x hier? N ist die Anzahl der Versuche, genau, x ist die Anzahl der Treffer. Wenn ich beispielsweise die Aufgabe d beantworten möchte, 1d, ne, dann ist ja p von x gleich hier 2 zu beantworten. So, und jetzt ist die Frage, was ist klein n, was ist klein x und was ist klein p? Ne, 11 Leute haben wir hier im Chat und wer als erster die Antwort richtig schreibt, wird Herrn Christ namentlich genannt von mir. War Witz, ne? Ich verrate natürlich nicht, dass ihr hier wart. So, denn wenn ihr das versteht, wie man auf klein n kommt, habt ihr schon die Hälfte der Miete verstanden. Richtig ist, dass klein n hier gleich 3 ist. N ist die Anzahl der Versuche. N ist die Anzahl der Versuche in dieser schönen Aufgabe 1, weil ja die Münze dreimal geworfen wird. So, und die Esther sagt das P vollkommen richtig. P ist 0,5, weil halt hier in jedem einzelnen der Versuche zwei Möglichkeiten existieren, nämlich Kopf und Zahl. Und eine davon hier günstig ist. Eine von zweien ist günstig. Und also 1 durch 2, ne, 0,5 ist klein p. So, und dann ist noch die Frage, was ist klein x? Klein x ist 2. Nämlich das hier. Ne, das da ist klein x. Und fertig. So sieht es doch mal aus. So sieht das doch mal aus. Alles klar. So. Ne, und also kann ich jetzt diese geniale Formel hier, dumm, 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 mal mit Leben füllen. Ne, nicht ich, sondern ihr. N über x. Dann setze ich das Ganze doch ein. Also. 3 über 2 multipliziert mit 1 halb hoch 2 multipliziert mit 1 minus 1 halb hoch 3 minus 2. So sieht's aus. So, Taschenrechner mal bitte zur Hand nehmen. Der Taschenrechner hat jedenfalls, die Casio-Rechner haben die NCR-Taste, N-Combination R. Die N-Combination R-Taste, die NCR-Taste. Und das Endergebnis, Claudia, ist auch vollkommen richtig. Das ist nämlich genau 3 Achtel. Und 3 über 2 ist 3. 3 über 2 ist 3. Mal 1 halb hoch 2 ist 1 Viertel. Und dann 1 halb hoch 1 ist 1 halb. Sodass also rauskommt 3 Achtel. Und 3 Achtel, siehe da, das hatten wir doch schon. Wow! Das hatten wir doch schon. Das ist doch das hier. Ne? Dieses grün markierte gerade. Was hier oben grün ist, ne, also das da, haben wir jetzt hier wieder rausgefunden. Diese 3 Achtel ist genau diese 3 Achtel. So sieht's aus. Insofern alles super. Alles super, alles easy. So, ihr seht, ich bin ganz begeistert hier. 3 Achtel. Hurra! Bei der Claudia ist der Funke rübergesprungen hier. Sehr gut, sehr gut. Alles cool. Na schön. Ne, die 3 Achtel. Und genauso würden wir das mit den anderen Sachen hier aus der Binomialverteilung dann machen. Wollen wir das mal tun? Zum Beispiel für die Aufgabenstellung C. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau zweimal Zahl fällt? Wie machen wir das? Wie machen wir das für Zahl? Das machen wir ziemlich genauso. Ne, das machen wir ziemlich genauso. So. Und zwar, ob nun Zahl oder Kopf, das Ganze, das eine ist ja das Gegenteil des anderen. Und insofern lässt sich das schon hier dann auch entsprechend verwursteln. Dann auch entsprechend verwursteln. So. Dum, dum, dum. Ne? Was also bitte mal reinschreiben in den Chat? Was ist jetzt klein n, klein p und klein x? Und so. Das ist ja hier schon eigentlich dasselbe. 1c. Na, wieder ist n gleich 3. Wieder ist p gleich 1 halb. Nur das klein x, das hat sich jetzt geändert. Das klein x hat sich jetzt geändert.
nämlich das x. Und jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Genau 2 mal Zahl heißt ja genau einmal Kopf. Also, ne? Wir denken andersrum. Wir denken ja als Erfolg an die Köpfe, nicht an die Zahlen. Und also 2 mal Zahl heißt genau einmal Kopf. Ergo, x gleich 1 heißt hier jetzt wieder in diese Formel reingehen, in die gelbe hier, ne? In die gelbe Formel, dass wir 3 über 1 machen, mal 1 halb hoch 1, mal 1 minus 1 halb hoch 3 minus 1. Yes! Wahnsinn, wa? Das ist ja Wahnsinn, wie man in Bayern sagt. Ich hoffe, dass die Bayern unter euch das bestätigen können, ne, dass man das so sagt. Das ist ja Wahnsinn. 3 über 1 ist 3, 1 halb hoch 1 ist 1 halb und 1 halb hoch 2 haben wir dann auch. Und da kommt raus 3 Achtel. Ja, Wahnsinn. Ist das Hammer. Ne? P von x gleich 1. So, wollen wir das mal hier farblich markieren. Das ist doch das hier. Das ist doch genau dieses Türkis hier, was ich gerade jetzt Türkis markiere. Diese 3 Achtel. Und die kriegen wir hier raus. Das heißt, wir kriegen oben wie unten vollkommen dasselbe raus. Dasselbe identische Ergebnis raus. Und das ist der Hammer. Ja, das ist der Hammer. Das heißt, ihr fragt euch jetzt natürlich, wieso komme ich denn mit der Binomialverteilung aus der Formelsammlung von Herrn Christ auf Seite 13 hier um die Ecke, wenn es doch auch ohne die Binomialverteilung geht. Ich habe es ja hier auch zu Fuß gemacht. Ne? Ich meine, die erste Möglichkeit ist hier zu Fuß das Ganze zu machen. Und die zweite Möglichkeit ist dann mit der Binomialverteilung. Und insofern, ja, die Antwort ist, wenn das n groß wird, dann kann man das nur noch praktischerweise mit der Binomialverteilung machen. Also Urnenexperimente, ne, die gehen zu Fuß und mit Verteilungen, mit konkreten Verteilungen, mit konkreten Verteilungen. Wenn ihr meine Schrift nicht lesen könnt, sagt Bescheid. Ne? Gerne direkt in den Chat hier schreiben. Und zu Fuß geht es bei kleinem n. Wenn n klein ist, dann geht es auch hier so, dass man sich das einfach so per Hand überlegt. Das wäre dann auch möglich. Aber sobald das n irgendwie größer wird, dann geht es halt nicht mehr. Ne? Dann ist es halt nicht mehr möglich. So. Und jetzt wollen wir mal gucken, wenn ihr mir jetzt mal bitte auf die Seite 38 geht. Sag mal bitte, Andrea, was du nicht lesen kannst. Also ich habe hier Urnenexperiment geschrieben, ne, zu Fuß und mit konkreten Verteilungen. Und wenn das n klein ist, dann mache ich das zu Fuß und mit konkreten Verteilungen ansonsten. So, und wenn wir jetzt auf die Seite 38 in der Formelsammlung gehen von Herrn Christ, dann sehen wir was ganz Tolles. Mit konkreten Verteilungen steht da genau. In der Seite 38 mit der Formelsammlung gibt es jetzt eine dritte Möglichkeit, darauf zu kommen, auf das Ergebnis. Ich habe euch bis jetzt zwei Möglichkeiten vorgestellt, jetzt kommt sogar eine dritte Möglichkeit. Seite 38, Formelsammlung, die habt ihr ja bestimmt vorliegen. Ne? Und P von x gleich, was wollen wir mal gucken, gleich 2. Ja, ja, gleich 2. So. Jetzt ist diese Formelsammlung aber die Verteilungsfunktion, nicht die Wahrscheinlichkeitsfunktion. Und bei der Verteilungsfunktion ist es doch so, dass x gleich 2 nichts anderes ist als x kleiner gleich 2 minus p von x kleiner gleich 1. Ne? Das muss man wissen, das ist so. Und kleiner gleich 2 heißt höchstens 2, also 0 oder 1 oder 2. Und das Ganze ist dann mit 0 oder 1. Und das kann ich wiederum nachschlagen. Das kann ich wiederum nachschlagen hier auf der Seite 38 bei p gleich 1 halb und n gleich 3. Ne? Und dann haben wir hier für 2, wenn wir das versuchen nachzuschlagen, haben wir doch 0,875. 0,875. Und bei p von x gleich 1 haben wir 0,5. Und das müsst ihr auch checken. Diese, ich meine, und wir sehen wieder die Genialität, ne? Jetzt ruft die, wer war das gerade? Ich glaube, die Andrea hat ein lautes Hurra reingerufen.
Wer war das gerade? Moment, irgendwer. Die Claudia. Die Claudia meinte Hurra. Jetzt macht die Claudia bestimmt wieder ein Hurra. Nämlich, dass wieder dasselbe rauskommt. Wieder kommt dasselbe Ergebnis raus wie eben, die 0,375. Und zwar, ne, dieses, was wir hier grün markiert hatten. Ja, genau. Ist ja Wahnsinn. Schon wieder kommt dasselbe raus. Mit einer dritten Möglichkeit. Ne? Mit einer dritten Möglichkeit. Und das ist irre. Und ihr müsst schon alle drei beherrschen. Alle drei dieser Möglichkeiten müsst ihr verstehen, weil sonst kann der Christ einfach das ein bisschen andersrum fragen und dann hat er euch voll hier erwischt. Ne? Das heißt, in der Klausur, also angenommen, diese Frage wäre genau so, dann würde es natürlich reichen, dass man eine einzige dieser drei Möglichkeiten hier benutzt. Alles klar. So. Wenn Fragen sind, einfach reinschreiben, ne, in den Chat. So, mit konkreten Verteilungen habe ich hier übrigens mit zurücklegen und ohne zurücklegen. Mit zurücklegen und ohne zurücklegen. Bei mit zurücklegen benutze ich die Binomialverteilung. Binomialverteilung. Bei ohne zurücklegen benutze ich sie nicht. Da benutze ich vielmehr die hypergeometrische Verteilung. Hypergeometrische Verteilung benutze ich dann dort. Ne? So muss man das sagen. Und jetzt haben wir nämlich die Aufgabe 1 besprochen. Die Aufgabe 1 haben wir damit erledigt. Und kommen zur Aufgabe 2. Da könnt ihr euch nämlich mal bitte unterstreichen das Wort in der zweiten Zeile, das erste Wort ohne. Ohne zurücklegen. Aus einer Urne, in der sowieso, sowieso, sowieso Kugeln liegen, ziehe man jetzt ohne zurückzulegen. Und also nach dieser sehr, sehr wichtigen Übersicht hier, die ich mal farblich für euch markiere. Boah, wenn ihr einen Farbdrucker habt zu Hause, dann freut er sich jetzt schon auf den Ausdruck gleich. Ne? So 10 Minuten nach dem Webinar habt ihr das dann hier mit Herzchen. Was wollte ich sagen? Was wollte ich sagen? Ach, ich wollte es erstmal abspeichern. Ich wollte sagen, genau, dass wir hier jetzt offenbar für die hypergeometrische Verteilung was rechnen müssen. Und das machen wir mal. Das heißt, wir gehen die Aufgabe 2 an und malen uns das Ganze erstmal auf. Malen uns das Ganze erstmal auf. Moment, da kam gerade eine Mail rein. In welcher Klausur sind wir? Ach so, ja, ich bin nicht in der konkreten Klausur, also ich nehme immer wieder Bezug auf 14, 15 eine Klausur. Wir sind in den Aufgaben von mir, die ich heute kurz vor 10 Minuten vor 6 reingeschickt habe. In der Aufgabe aus einer Urne, in der drei grüne, zwei gelbe und vier blaue Kugeln liegen. So, diese Urne zeichne ich mal, damit wir hier sehen, was abgeht. Und zwar drei grüne Kugeln. Ach ja, hier. So, eine Kugel, eine grüne, noch eine grüne, noch eine grüne. Und dann jetzt gelbe Kugeln. Nämlich, wie viele gelbe Kugeln? Zwei gelbe. Merk und Merk. Und außerdem vier blaue. Vier blaue, so. Und ja, Türkis gleich blau, ne? Ist ja dasselbe. So, das sei also unsere Urne. Das sei unsere Urne. Und jetzt ist es richtig, dass bei der hypergeometrischen Verteilung, und das müsst ihr euch merken, die hypergeometrische Verteilung ist fast so wie die Binomialverteilung, nur mit dem einzigen Unterschied, dass wir hier ziehen ohne zurücklegen haben. Ne, wir haben ziehen ohne zurücklegen und nicht ziehen mit zurücklegen. So ist das. So ist das. Alright. So, und die Formel, die wir hier brauchen, die wir hier benötigen, die müsste dann wahrscheinlich irgendwie so auf der Seite 14 oder so bei euch stehen. Ja, genau. Die steht auf der Seite 14 relativ und auf der Seite 13 unten. 14 oben oder Seite 13 unten. Ne? P von x gleich klein x ist Groß M über klein x mal Groß N minus Groß M über klein N minus klein x.
dividiert durch groß n über klein n. So sieht's aus. Das ist die endgeile Formel. Versteht ihr dieses Wort? Ja. So. Wir sind ja noch alle so jung, dass wir hier die Jugendsprache durchaus verstehen. Ne? Endgeil ist diese Formel, muss man mal so sagen. Denn wir können jetzt unmittelbar, und da kam wirklich unmittelbar in der Klausur 14-15, eine Aufgabe draus, die ziemlich genau so gestrickt war wie diese hier. So, ich muss nämlich aufschreiben, n ist die Anzahl der Kugeln insgesamt in der Urne. Ne? In der hypergeometrischen Verteilung, wo wir jetzt gerade sind. Hypergeometrische Verteilung. Bei der hypergeometrischen Verteilung ist es doch so, die Susanne widerspricht mir. Sie sagt, das Wort endgeil gibt es nicht im Zusammenhang mit Statistik. Da irrst du dich. Ich muss sagen, du wirst schon sehen, Susanne, du wirst schon sehen, Statistik ist supergeil. So, Anzahl der Kugeln insgesamt ist groß N. Und spätestens nächste Woche wirst du das auch so sagen. Da bin ich mir relativ sicher. So, und groß M ist die Anzahl der Kugeln mit der gewünschten Eigenschaft. Anzahl der Kugeln mit gewünschter Eigenschaft. Ne? Das ist hier groß M. Und klein n, klein x erstmal, klein x ist die Anzahl der gezogenen Kugeln mit der gewünschten Eigenschaft. Ja, gezogene Kugel mit der gewünschten Eigenschaft. Und klein x, klein n, Entschuldigung, ist die Anzahl der Züge, so wie immer. Klein n ist immer die Anzahl der Züge, auch in Statistik 2, hier in der Stichprobentheorie. So. Wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass man alle gelben Kugeln zieht? Ergo, jetzt müsst ihr noch mal bitte hier sagen, was ist groß N, was ist groß M, was ist klein X und was ist klein N? Ne? Und wenn ihr das kriegt, wenn ihr das hinkriegt, dann habt ihr nämlich diesen Aufgabentyp schon verstanden und dann habt ihr schon richtig Punkte. Dann habt ihr schon richtig Punkte. Ich kann da mal gerade nachgucken, wie viele. Ach, bestimmt einige. Dann haben wir nämlich, dann hättet ihr eine ganze Aufgabe dann schon hier. Die Aufgabe 41, genau. Die Aufgabe 41, ne, die habt ihr dann erledigt. Hypergeometrische Verteilung. So. Susanne ist da nächste Woche und überprüft, ob das wirklich so geil ist. So. Noch sieht sie es nicht so, ne? Aber ich werde dich umstimmen. So, n gleich 9, sehr richtig. Hammer. Ne, es sind 9 Kugeln insgesamt. So, und was ist der Erfolg? Was ist hier der Erfolg? Das ist doch mal die Frage. Ne? Das heißt, was ist groß M? Was ist die Anzahl der Kugeln mit der gewünschten Eigenschaft? Richtig, M gleich 2. Es gibt 2 Kugeln, ne, die gewünschte Eigenschaft aufweisen. Wie oft wird gezogen? Was ist also klein n? Andrea und Petra werden schon mal den Herrn Christ namentlich genannt für herausragende Mitarbeit. Und klein x gleich 2, genau. Ne, und n ist dann auch gleich 3. Logo. Logo. Alles cool. So, x gleich 2 und n gleich 3. Sehr schön. Ja. Und dann kann ich das hier ganz entspannt einsetzen. Ganz entspannt einsetzen in diese schöne Formel von der Seite 13. Ne? P von x gleich 2. Und so. Das ist ein Riesen-Oschi. Pitch, patch, patch, pitch. Ich schreibe nochmal das Allgemeine hin. N über n. Groß m über klein x. Groß n minus groß m über klein n minus klein x. So. Also, groß M über klein x, hier mal gerade scrollen, 2 über 2, multipliziert mit 9 minus 2 und 3 minus 2. Und dann groß N über klein n, also 9 über 3, wenn ich das richtig sehe. Genau, 9 über 3.
Ja. Ne? Alright. So, 2 über 2 ist 1. Na, das könnt ihr auch in den Taschenrechner eintippen. 2 über 2 ist 1. Dann 7 über 1 und 9 über 3. 9 über 3, das ist ein bisschen komplizierter. Da kann es sein, dass der Taschenrechner sogar ein bisschen streikt. Und ich habe sogar gar keinen Taschenrechner hier, der das so schön eintippt. Das muss ich also gleich zu Fuß dann machen. Blöde Fragen, das gibt es gar nicht. Das kann man gar nicht. So, die Andrea fragt, sorry bitte, kann mir bitte jemand sagen, weshalb x gleich 2 und m gleich 3 ist? Ja, also Groß M, ne? Groß, nee, also klein m gibt es gar nicht. Also klein n ist 3, weil 3 mal gezogen wird. Und hier wollen wir x gleich 2 ziehen. Es steht hier in der Aufgabenstellung, dass man alle gelben Kugeln zieht. Also, ne, deswegen klein x gleich 2. Alle gelben Kugeln ziehen heißt zwei Kugeln zu ziehen. Deswegen, das steckt da drin versteckt. So, 1 mal 7 durch 9 über 3. Also 7 und 9 über 3. So, und jetzt muss ich dann noch die Definition des Binomialkoeffizienten hier kennen, der folgendermaßen definiert ist. N über klein x ist definiert als n-Fakultät dividiert durch x-Fakultät mal n minus x in Klammern zur Fakultät. Jo, tschakka. Hier, Hammer, ne? So, und also, nun ist es klar, yes. 9 Fakultät dividiert durch 3 Fakultät mal 9 minus 3 in Klammern zur Fakultät. So, patsch. So sieht's aus. Und dann muss ich das ja so ein bisschen hier kürzen, denn N-Fakultät ist ja 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 und so weiter bis mal n. Das heißt, wir haben dann 9 Fakultät durch 3 Fakultät mal 6 Fakultät. Und 6 Fakultät ist ja 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6 und so. So, 7 durch 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6 mal 7 mal 8 mal 9. 7 mal 8 mal 9. Und hier steht 1 mal 2 mal 3 mal 1 mal 2 mal 3 und so weiter bis mal 6. So, und das kann ich kürzen. Und das kann ich kürzen. Da kann ich jetzt einen ganzen Schmuh wegkürzen. Übrig bleibt 7 durch 7 mal 8 mal 9. 7 mal 8 mal 9 durch 1 mal 2 mal 3. Denn, kann ich das hier, ja, hier, diese 6 geht weg gegen diese 6. 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6, ne, geht oben wie unten einfach mal Flottikowski weg. Und nichts bleibt übrig. Nichts bleibt übrig dann davon. So. Aha. So, und jetzt wird weiter gekürzt, nicht gekotzt, sondern gekürzt. Die 9 gegen die 3, würde ich sagen, bleiben 3 übrig. Also 7 mal 8 mal 3 durch 1 mal 2, ne, wenn ich das hier richtig sehe. So, und 7 dividiert durch, und jetzt die 8 gegen die 2, dann bleibt eine 4 übrig. Hier. Also 7 mal 4 mal 3 durch 1, ne, schreibe ich nicht mehr hin. Und dann ist die 7 auch noch weg. Yes, ist das nicht wunderbar? 1 durch 12 bleibt übrig. Hammer! Ich bin begeistert. Und ich glaube, ihr auch. Ich glaube, ihr auch. Man hört es zwar nicht, ne, man hört Laola stürmen nicht, aber ich glaube, und auch die Susanne ist begeistert. Die gibt es nur nicht zu. So. Ah, und die Cindy sowieso. Genau. Susanne gibt es nicht zu, ist es aber. Und Cindy ist begeistert. Sehr schön. Okay, alles klar. Ne? Das heißt also, das ist so ein Standardbeispiel hier der Binomialverteilung. Das dürft ihr alles nochmal hier durchrechnen. Ne, zu Hause. Das ist also alles hier komplett die Aufgabe 2. Und zur hypergeometrischen Verteilung
Das heißt, der Unterschied zwischen der Binomialverteilung und der hypergeometrischen Verteilung ist einfach darin gelegen, dass wir hier solch ein mit zurücklegen bei der Binomialverteilung haben und ein ohne zurücklegen bei der hypergeometrischen Verteilung. Ne? Bei der hypergeometrischen Verteilung haben wir dann ein ohne zurücklegen. Sehr schön. Wenn Fragen dazu sind, gerne rein damit. Ne? Und so. Ich freue mich immer über hier hohes Interesse an der Statistik. So. Es gibt bei YouTube auch übrigens einen Film. Es gibt zwei Filme, auf die ich ganz besonders stolz bin, die auch beide mehr als 100.000 Klicks haben. Nämlich eine zur Kostenrechnung und ein Film zur Statistik, und zwar zur Normalverteilung. Wenn ihr bei YouTube einfach meinen Namen und die Normalverteilung eingebt, dann werdet ihr auf ein Video, ich glaube, 30 Minuten kommen zur Statistik, zur Normalverteilung. Ne? Das heißt, das, was ich jetzt erzähle, könnt ihr da dann auch nochmal hier miterleben. So, also, die Körpergröße des fleißigen Psychologiestudenten Hans, ne, ist normal verteilt. Das heißt, x ist seine Körpergröße. X sei jetzt seine Körpergröße. Und x, die Körpergröße, sei normal verteilt zu einem Erwartungswert von 175 cm und zu einer Standardabweichung von 3 cm. Und da es so ist, dass hier die Literatur da unterschiedlich ist, hat er das sogar in der Klausur auch hier relativ klar ausgedrückt. Er hat geschrieben, μ gleich sowieso und Sigma Quadrat gleich sowieso. Also die meisten schreiben es mit Sigma Quadrat. Manche schreiben es aber auch mit Sigma in der Literatur. Das heißt, da muss man echt aufpassen. Die einen machen es so und die anderen machen es so. Ich schaue gerade mal in eure Formelsammlung. Dort steht es mit, nem, nem, nem. Das steht auf der Seite 15, ja genau, auf der Seite 16, mit Sigma Quadrat. Ne? Das heißt, er auf der Seite 16 seiner Formelsammlung schreibt von Sigma Quadrat und macht es also so wie die meisten in der Literatur in der Welt. Aber wenn ihr zum Beispiel Literatur der Universität Düsseldorf oder der Universität Bochum nehmt oder auch manche Bücher, ich meine sogar das Buch von Bamberg Bauer, bin mir nicht mehr ganz sicher, die schreiben viel mehr Sigma statt Sigma Quadrat. Da muss man also echt aufpassen. So. Kleine Zeichnung. Wer hat übrigens diese Normalverteilung entwickelt? Wer war das? Wer hat die entwickelt? Einer der größten, ach wenn nicht der größte Mathematiker, den es in Deutschland gegeben hat. 200 Jahre schon tot. Jepp, schreibt die Petra. Nee, so hieß er nicht. Er hieß nicht Jepp. Ah, Gauss. Okay, genau. Du meinst das auf die Anmerkung von der Susanne. Gauss, genau. Gauss, Gauss, Gauss. Jeppe bezieht sich auf Gauss, richtig. Karl Friedrich, Gottvater Gauss. Ne? Und der hat das hier um die 175 herum, liegt das. Und bei 178 ist der eine Wendepunkt und der andere Wendepunkt ist bei 172. Ne? Das ist hier so die Zeichnung immer. Und wir wollen jetzt sondieren die Wahrscheinlichkeit, dass wir höchstens 172 Zentimeter hier haben. Höchstens 172 Zentimeter, das ist also das da. Das ist also das. So, ich mache das mal mit, ich markiere das mal mit Gelb. Düm, 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 düm. So, ne? Diese Fläche, und Achtung, die sich leider auch ins Negative erstreckt, das ist total doof, ne? Das muss man einfach so sagen, aber das ist halt so bei der Normalverteilung, dass wir hier auch fürs Negative ausrechnen, was ja gar keinen Sinn macht, was ja gar nicht hier sinnvoll ist. Aber egal. So, die Wahrscheinlichkeit für x kleiner gleich 172 Zentimeter berechnen wir durch Standardisierung. Und zwar folgendermaßen. P von 172 minus μ dividiert durch Sigma kleiner gleich. Hier habe ich ein bisschen, das ist eine Dreckecke. So, kleiner gleich. Und dann, ach, Entschuldigung. Hier, das stimmt nicht ganz. Moment. Und zwar, hier muss natürlich x stehen. So, aber zum Glück, deshalb schreiben Mathematiker gern mit Bleistift, damit sie es immer schön wegradieren können. Ihre eigenen Fehler. 172 steht auf der rechten Seite, auch minus μ und auch durch Sigma. So.
Das hier nennen wir XST, das nennen wir standardnormal verteilt. P von XST, kleiner gleich. 172 minus μ, also 175, dividiert durch Sigma. Und Sigma ist was? Was ist Sigma? Das müsst ihr jetzt hier mal sagen. Die Varianz ist 9. Was ist also die Standardabweichung? Kann ich mal einen Schluck trinken hier? Habe einen ganz trockenen Hals. Richtig, 3 hoffe ich. Die Cindy hofft 3. Und das ist auch so, durch 3. Ganz genau, durch 3. Die Wurzel aus 9, absolutely. Na, so, P von XST, kleiner gleich, 172 minus 175 ist minus 3. Minus 3 dividiert durch 3. Und das kann man jetzt dann auch hier benennen. Das kann man auch dann Phi nennen. Wir sind jetzt nämlich in der genialen Formelsammlung von ihm auf der Seite 40. Und wir nennen das Phi. Wir nennen das Phi von minus 1. Das hier ist minus 1. Da kommt minus 1 raus. Und dann schreiben wir Phi von minus 1. Die normalen Verteilungsfunktionen nennen wir lateinisch f. Aber das hier nennen wir griechisch f, weil das die schönste aller Verteilungen ist. Die geilste. Die geilste aller Verteilungen, ne, ist diese hier. Und die kriegt nach der Seite 40 seiner Formelsammlung den Buchstaben Phi. Oder was heißt seiner? Ist wahrscheinlich ist noch von Mittag, ne, vermute ich sehr stark, dass Herr Mittag die damals geschrieben hatte und so und Herr Christi jetzt einfach übernommen hat. Egal. So, Phi von minus 1. Und jetzt versuchen wir Phi von minus 1 zu finden in der Formelsammlung und werden sie nicht finden. Wir werden sie nicht finden. Deshalb gibt es einen schönen Trick. Phi an einer negativen Stelle, Phi von minus a, ist gleich 1 minus Phi von plus a. Das ist ganz wichtig. Phi von minus a ist gleich 1 minus Phi von plus a. Also 1 minus Phi an der Stelle plus 1. So, und jetzt mal auf die Seite 40 gehen. Was ist Phi an der Stelle 1? Wenn ihr das mal versuchen könntet nachzuschlagen, Seite 40. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung. Ich bin gespannt, was ihr da so seht. Ne? Bitte mal hier. Und ihr könnt gerne auch schreiben, ich habe die Formelsammlung nicht oder ich kann das sowieso nicht nachgucken. Also ich habe das noch nie gecheckt. Das könnt ihr gerne auch schreiben. Ne? Das heißt, ich bin mal gespannt. Ich warte jetzt noch durchaus 10 Sekunden und guck mal, ob da schon jemand durchsteigt durch das Nachgucken in der... Ja, genau, sehr gut, die Andrea hier, 8413 ist das, nicht 38, 8413. Da hast du irgendwie, wo hast du denn geguckt? Ah, du hast bei 1,1, du hast bei 1,01 nachgeschaut, Andrea, das ist falsch. Bei 1,00 musst du nachgucken. Ja, bei 1,00 musst du nachgucken. Die Heidrun hat die Formelsammlung noch nicht gefunden. Hat die Katze die gefressen oder was? So, ne, bei 1,0 und 1,00 ist 0,8413. 1 minus 0,8413. So ist das, so schlägt man das nach. Ne, also beispielsweise Phi an der Stelle 2,15, um das mal hier so zu sagen, Phi an der Stelle 2,15 wäre 0,9842. 9842. Um das mal hier so an einem Beispiel zu exemplifizieren, wie man so schön sagt. So, jetzt brauchen wir nur noch einen guten Taschenrechner, denn sonst müssten wir das im Kopf ausrechnen. 1 minus 0,8413, alles cool. 0,1587. So sieht's aus. So sieht's aus. Prima. Und damit haben wir auch das hier gemacht für diese schöne, für die Mutter aller Verteilungen, ne, für die Gaußsche Glockenkurve. Die Mutter aller Verteilungen, die wichtigste aller Verteilungen. Das ist doch mal eine wunderbare Verteilung hier. So, so sieht's aus. Und jetzt bin ich mal gerade gespannt. Genau, ich versuche gerade mich reinzuschalten hier per Webcam jetzt doch mal und mache das aber ganz am Schluss erst,
weil ich gerade schauen möchte, und das dürft ihr im Chat beantworten, ob ihr mich jetzt auch zusätzlich sehen könnt. Ne? Und ob die Leitung aber immer noch so gut ist, also genau, ob ihr mich genauso gut hören könnt wie vorher und ob ihr mich auch sehen könnt, ne? Das ist jetzt die Frage. Und Teilnehmeransicht, bla bla, jetzt kann ich mich nur selbst nicht sehen, ist ja schade. Könnt ihr mich sehen? Ich kann mich jetzt kurz sehen, aber jetzt schalte ich wieder um zu der Teilnehmeransicht. So. Ah, Susanne kann mich nicht sehen. Okay. Wie sehen das die anderen? Petra auch nicht. Interessant. Ach, das ist ja schade. Das ist ja schade. Keiner kann mich sehen. Was habe ich denn hier falsch gemacht? Dann habe ich irgendwie schade. Nein. Ist so, dann habe ich irgendwas bei dem Einrichten falsch gemacht. Logitech, bla bla bla. Moment, Moment, Logitech, aber die Kamera ist richtig. 4 zu 3, normal. Platsch. So. Ist ja aber nicht schlimm. So, noch nicht sichtbar. Hören ja. Sehen nein. Komisch. Naja, ist auch nicht so schlimm. Ist eh. Ah, ich glaube jetzt, das könnte man, Moment, ich warte noch, jetzt aber glaube ich, jetzt müsste ich sichtbar sein. Ne? Jetzt dürft ihr nochmal, jetzt frage ich euch nochmal, ob ihr mich auch seht. Ich muss nochmal nachfragen. Ah, Vicini stellt gerade eine Frage. Moment, ich muss nachfragen, dann schaue ich in der Formel unter 1 von 0 nach und ziehe den Wert quasi von 1 ab. Absolutely, so ist es. Ja, so ist es. Genau. So, Andrea will zum Moderator ernannt werden. Jetzt ja, könnt ihr mich sehen. Andrea, soll ich dich zum Moderator ernennen oder kannst du uns sehen? Ich kann euch nicht sehen. Nee, ich kann niemanden von euch sehen. Aber ach so, ja, da muss ich reingucken in die Kamera. Alles klar, jetzt seht ihr mich. Ich habe die Haare nicht gemacht hier. Deshalb habe ich mich auch nicht reingeschaltet die ganze Zeit. Aber ist ja kein Problem. So, könnt ihr denn, also ist die Stimmqualität auch dieselbe die ganze Zeit noch? Alles gut, ne? Also, ich würde sagen, ihr könnt mich doch genauso gut hören und und jetzt auch zusätzlich sehen. Perfekt, perfekt. Dann werde ich nächstes Mal auch hier die ganze Zeit dann mich mit Bild dann reinschalten, sodass ihr zum einen das seht, was ich schreibe, mich selbst seht, ne? Dann kann ich hier meine Mimik noch ein bisschen stärker einsetzen und so. Und jetzt gucke ich doch mal. Eigentlich könnte ich ja jetzt auch euch reinschalten. So, ich schalte mal, aber wahrscheinlich ja, nützt das nichts, weil wahrscheinlich keiner ein Headset hat, ne? Bei der Cindy. Bett ist nicht gemacht. Alles klar. Dann schalte dich lieber nicht rein, Susanne. So, sehr schön, sehr schön. Prima, cool. Gut, ne? Dann sind wir aber auch schon durch mit dem Programm für heute. Jetzt würde mich natürlich interessieren, ob ihr Wünsche habt für nächstes Mal. Also der Fortgang ist jetzt folgendermaßen. Nächstes Mal biete ich das Ganze noch kostenlos an, ne? Und dann mache ich dann biete ich einen Kurs an, einen ganztägigen Webinar-Kurs am Wochenende des 25. und 26. Der ist dann nicht mehr kostenlos. Uiuiui. Steht auch auf meiner Homepage schon, ich glaube 9 bis 16 Uhr. Wer sich dafür interessiert, ne, sei herzlich eingeladen, den mitzumachen, wo ich dann halt zweitägig das Ganze durchgehe. Also SPSS, empirische Sozialforschung, Statistik und Statistik 2, diesen ganzen Rotz rauf und runter. Ne? Ich habe heute natürlich nur spannende Themen gemacht und nächstes Mal auch. Gibt es zum einen Wünsche für nächstes Mal? Das dürft ihr in den Chat schreiben. Ne? Was dürft ihr denn jetzt reinschreiben? Ansonsten überlege ich mir ganz gerne was. Ne? Im Moment noch nicht. Alles klar, bin ich im Urlaub. Gibt es noch einen anderen? Da bin ich im Urlaub. Ja, das macht gar nichts, Cindy. Denn auch im Urlaub gibt es Internet. Ne? Oder bist du auf der Zugspitze, wo es kein Internet gibt? Also auch ich, wenn ich im Urlaub bin, ich mache die Webinare. Ne? Insofern, wo fährst du denn in den Urlaub hin, wo es kein Internet gibt? Also nein, tatsächlich für die Webinare braucht ihr schnelles Internet, das ist schon richtig. Ne? Und ihr seht aber, ihr braucht kein, ja, ihr müsst euch nicht hineinschalten mit Bild und hier mit Ton. Ne? Und Lagemaße, ja, das zum Beispiel wäre eine interessante Sache. Ja.
Muss man sich zunächst mal extra anmelden? Nö, eigentlich nicht. Jetzt habe ich ja eure E-Mail-Anschriften, ne? Will sagen, ich informiere euch einfach alle. Obwohl, es ist so, ich glaube, ich habe eine Höchstzahl, eine Teilnehmerbeschränkung. Das heißt, es wäre besser, doch, es wäre besser, wenn ihr euch wenn noch mal euch anmeldet und eine kurze Mail schreibt, ne, dass ihr nächstes Mal dabei seid. Das heißt, ne, nicht, dass es zufällig so ist, dass der Kursraum hier voll ist und man dann nicht mehr rein kann. So sieht es aus. Ich glaube, von dir, John, habe ich nämlich gar nicht die E-Mail-Anschrift. Ne? Du warst, glaube ich, noch ganz kurz entschlossen hier reingekommen, was ich ja sehr gut finde. Statistisches Engagement ist sehr, sehr wichtig. Sehr schön, prima. Dann würde ich sagen, wenn ihr es gut fandet, empfehlt uns weiter. Wenn ihr es nicht gut fandet, sagt es nur mir. Ne? So ist es ja immer. Gern nochmal anschauen bei YouTube den Film zur Normalverteilung unter Daniel Lombert und hier Dingsbums, ne? Normalverteilung suchen. Und ja, kann ich gerne machen. Also das, wir sagen, Wünsche für nächstes Mal hier deskriptive Statistik, also Lagemaße und Zusammenhangsmaße. Können wir gerne machen, genau, können wir gerne machen. Und ansonsten würde ich sagen, ne, sehen wir uns dann, genau, wenn weitere Wünsche sind, einfach per Mail, info@daniel-lombert.de. Und genau, wenn jemand noch spezielle Wünsche hat, kann er sich gerne jetzt noch per Stimme reinschalten lassen, obwohl, nee, egal. Oder wie, genau, also, ne, ansonsten, oder mich anrufen oder irgendwas. Alles klar. Prima, freut mich, dass es dir gefallen hat. Ne? Und insbesondere, dass hier, ja, man kann es sich gemütlich machen. Bei der Susanne war doch das Bett gar nicht gemacht hier und so. Und die Susanne findet jetzt Statistik doch endgeil. Bin ich mir ganz sicher. Alles klar, liebe Leute. Ne? Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche. Und haut rein und immer schön viel Statistik lernen. Ich schicke euch gleich die Mitschriften rum. Alles klar, und die Sitzung schließe ich dann jetzt. Bis dahin und tschüss.